Hallo und herzlich willkommen zum Bernhard Sunday Talk Special Teil 3 zum Thema automatisiertes Fahren. Mein Name ist Bernhard Hummel und heute gibt es wie versprochen das Interview mit Frau Magister Schlegel, Inhaberin von Österreichs einziger Butlerschule. Ja, dort werden nicht nur Butler ausgebildet, sondern das ist vielmehr die Ausbildungsstätte schlechthin für Hauspersonal, für gehobene Ansprüche, dabei natürlich auch Chauffeursausbildung. Und da ist es natürlich jetzt ein spannendes Interview zum Thema automatisiertes Fahren, Chauffeure, die Zukunft, vor allem im Luxussegment. Danke, liebe Claudia, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Euch empfehle ich vorher noch den Teil 1 anzuschauen, das ist hier verlinkt und da erkläre ich euch vor allem die Begriffsbestimmung des automatisierten Fahrens, falls ihr es eben noch nicht gesehen habt, und die einzelnen Autonomiestufen, damit man sich so ein bisschen einen Überblick mal verschaffen kann, wohin geht hier die Reise und in welchem Zeitabschnitt oder Zeitraum wird das Ganze in etwa passieren. Ich empfehle euch auch Teil 2, wo das Interview mit Gerald Hörhan zu finden ist. Und sobald ihr das gesehen habt, ich will euch nicht mehr länger aufhalten. Hier ist euer Interview. Wünsche euch viel Spaß dabei und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, hallo liebe Freunde, YouTube-Freunde, Facebook-Freunde, interessierte Leute an Automobilität. Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Park Hyatt Hotel in der Wiener Innenstadt heute. Ganz einen interessanten Interviewpartnerin heute hier, Frau Magister Schlegel von der Butlerschule, butlerschule.at, missperfect.at. Wir werden uns ein bisschen unterhalten über die Zukunft der Chauffeure, automatisiertes Fahren und was das für eine Rolle spielen wird. Vielleicht ganz kurz mal, kannst du dein Unternehmen vorstellen kurz, was machst du da genau oder wie schaut das aus, Butlerausbildung? Mein Unternehmen heißt derzeit Miss Perfect, das ist gerade die Namensänderung, im Butler Büro. Wir unterrichten Haushälterinnen, bereiten sie vor für den Beruf der Haushälterin, genauso wie den Butler, den wir vorbereiten, und den Chauffeur, den Privatchauffeur. Und, Und ihr seid da, glaube ich, so ziemlich eigentlich ein Monopol im deutschsprachigen Raum. Also das ist von den Haushälterinnen im deutschsprachigen Raum einzigartig, Butlerschule. In Österreich die einzige. Privatchauffeure ist jetzt das neue Thema hinzu und vor allem auch als Aufsatzmodul für die Butler. Klar, das ist ja auch der Grund, warum jetzt eben wir uns getroffen haben, eigentlich auch heute zugleich, ne, und die Gelegenheit nützen für ein Interview. Wir waren ja am Dienstag eben beim Ministerium, beim Jahresopening zum Thema automatisiertes Fahren und haben gehört, automatisiertes Fahren wird kommen. Glaubst du daran, was da so die Professoren von der ETH Zürich uns erzählt haben? Wird das kommen? Sehr spannendes Thema. Es wird kommen. Also ich bin sehr überzeugt, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich da viel tun wird. Das Vertrauen ist, glaube ich, noch immer das Thema mit dem Vertrauen in diese Technik. Ja, das ist noch ein Thema. Das war ja auch so ein bisschen das, wie machen wir die Systeme sicher, was machen wir, wenn es ausfällt. Und wer da jemand, der entsprechend auch Kapital hat, dann wirklich auf sowas vertrauen und sein Leben einer Maschine anvertrauen natürlich? Ganz kleine Frage. Aber wenn wir jetzt sagen, diese Autos fahren automatisiert, ich meine, werden wir dann noch einen Chauffeur brauchen überhaupt? Wir brauchen den Chauffeur, wir brauchen die Person dahinter, wir brauchen die Dienstleistung, den Service an den Dienstgebern weiterhin. Ich helfe weiterhin beim Aussteigen, beim Einsteigen. Ich habe dahinter noch immer die verschiedensten Tätigkeiten. Das heißt, eigentlich vielleicht sogar der Chauffeur in der Kombination mit dem automatisierten Fahrzeug hat trotzdem eigentlich der Job, der vielleicht eher überbleibt jetzt in der Digitalisierung, weil eben gerade in diesem Segment einerseits Leute sind, die sagen, sie wollen zwar vielleicht auch selber fahren, aber sie wollen eben auch diesen Luxus haben, nicht automatisiert zu fahren, sondern eben einen Chauffeur oder einen Hauspersonal, einen Butler zu haben und nicht einen Roboter. Und jetzt natürlich da so ein bisschen eine Frage, das muss ich jetzt nützen, wenn wir da schon mal wirklich den absoluten Profi in dem Bereich dabei haben. Wenn jetzt jemand von den Zusehern so eine Ausbildung machen will, wie kann er sich an dich wenden? Wo geht man da hin? Weil ich hätte jetzt nicht gewusst, wo ich Butler werde in Österreich oder Chauffeur eigentlich in Wahrheit. Und was kostet so eine Ausbildung auch am Ende des Tages? Ja, also unsere Schule ist in Wien.
Sie erreichen uns unter der ganz normalen, derzeit Miss Perfect, später unter butlerbüro.eu. Und unsere Ausbildungen dauern für das exklusive Haushaltsmanagement, für den Beruf der Haushälterin, 4 Wochen. Der Butler geht weiter mit 6 Wochen. Der Chauffeur ist nochmal ein einwöchiges Intensivmodul. Und von den Kosten her liegen sie bei 4.000, 7.000 in die Richtung. Aber es gibt ja auch hier sehr gute Verdienstmöglichkeiten im Nachhinein. Okay, da muss ich jetzt gleich mal nachhaken, weil so für einen kleinen Fahrer wie mich 7.000 Euro in 4 Wochen. Für 4 Wochen Ausbildung klingt natürlich jetzt relativ viel im ersten Moment, wobei es natürlich ein interessanter Aufgabenbereich ist. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, was verdient man als Butler, Chauffeur nachher? Was ist so ungefähr der Rahmen? Kannst du das verraten für unsere Zuseher? Es sind doch um die 6 Wochen jetzt für den Butler, 4 Wochen für die Haushälterin. Und als Butler steigt man ein ab 3.000 netto aufwärts. 6.000. Okay. Also vielleicht Gehälter, wo sich der Preis dieser Ausbildung rasch Okay, rechnet. Also meine Kollegen, die auch vielleicht Fahrer sind, mal überlegen, vielleicht in Zukunft dann eher von der Fahrschule in Richtung Hauspersonal, Butler zu gehen. Wir haben ja auch überlegt, eben, was eigentlich in den nächsten Jahren dann kommen wird, dass ich jetzt auch passend zu dem Thema autonomes Fahren, wer macht dann noch einen Führerschein? Das passt mir jetzt ganz gut richtig, rein. Richtig, ne? Genau, das hast du mich auch vorher gefragt. Ja. Und klar wird sein, Fahrlehrer wird man natürlich teilweise weniger brauchen, weil eigentlich geht ja der Führerschein dann ins Luxussegment. Da ist es vielleicht billiger zu sagen, ich mache jetzt ein Carsharing oder nehme ein Car to Call, brauche ich keinen Führerschein machen. Aber derjenige, der einen Aston Martin kauft, glaube ich, wird nicht einen automatisierten Aston Martin kaufen wollen, sondern der wird selber fahren wollen. Und da wird der Gesetzgeber natürlich nach wie vor sagen, wenn du selber fahren willst, wenn eine Eingriffsmöglichkeit besteht, dann brauchst du auch einen Führerschein. Ja. Und das heißt, jetzt wird also viel mehr ins Luxussegment gehen und daher vielleicht auch gar nicht so uninteressant zu sagen, ich schulde jetzt vielleicht auch mal um und werde jetzt vielleicht mal dann denken, Hauspersonal, weil die Fahrerzahl wird sich stark reduzieren. Und da hätte man eigentlich schon wieder eine Möglichkeit. Erinnert euch, ich verlinke es vielleicht auch nochmal hier oben dann, das Interview mit Gerald Hörhan im letzten Special, der also ja schult eben alles zum Thema Digitalisierung, wie kann ich profitieren, wie kann ich praktisch auf der Gewinnerseite schon in Zukunft, und da hätten wir jetzt genau so einen Job oder so eine Möglichkeit, wo man eigentlich relativ schnell eine Ausbildung erlangen könnte und auch relativ schnell dann auf die Gewinnerseite wechseln kann. Ja, sehr interessant. Jetzt eine abschließende Frage noch, wie gesagt, wir schauen ja unterschiedliche Seiten natürlich dieses Video zu. Automatisiertes Fahren und Mobilität interessiert alle in der Gesellschaft, denke ich mal, oder viele. Und daher vielleicht auch die andere Frage, jemand, der sich nicht unbedingt nur auf das automatische Auto verlassen will, und außerdem gibt es das ja noch nicht, das muss man auch ganz klar sagen, es ist nicht einmal noch der gesetzliche Rahmen fertig im Moment. Wo kann man zum Beispiel jetzt an dich herantreten, wenn man einen Chauffeur sucht oder vielleicht auch einen Butler, Hauspersonal allgemein? Erklär vielleicht überhaupt noch, was du da alles abdeckst nochmal, und wo kann man dich da erreichen und wie kommt man da an dich ran? Also neben der Ausbildung bieten wir auch die Vermittlung international für Hauspersonal für gehobenste Ansprüche an. Okay, und wo erreicht man dich da? Also derzeit noch immer unter der missperfect.at. Okay, verlinke ich drunter, ja. Genau, oder butlerbüro.eu in Kürze. Okay, das ist ja jetzt auch sehr spannend. Das ist jetzt sozusagen, wir sind so ziemlich die Ersten, die das also öffentlich eigentlich sagen und wissen. Ja, danke auch, dass ich das jetzt so sagen darf schon im Interview. Also neue Adresse wird natürlich dann auch drunter nochmal verlinkt. butlerbüro.eu, habe ich das jetzt richtig? Ja, das ist natürlich nochmal eine Nummer exklusiver. Na gut, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass ich dieses Interview als kleiner Fahrer machen durfte mit der Ausbildungsstätte schlechthin im deutschsprachigen Raum. Sehr spannende Sache. Bin auch gespannt auf die Zusammenarbeit zwischen unseren Firmen, die da unter Umständen entsteht. Und kann nur im größten Vertrauen sagen, wendet euch an die Frau Magister Schlegel, an die Claudia, wenn ihr Interesse habt, einerseits so eine Ausbildung zu machen. Traut euch ruhig, ich sage immer, durchs Reden kommen die Leute zusammen, oder im Englischen sage ich dann immer, so ist mein Spruch, den habe ich bei mir im Zimmer groß hängen, one hello can change your whole life. Ja? Und ich denke, also in dem Sinne haben wir uns auch kennengelernt und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr davon profitieren könnt, wenn beide Seiten vor allem am Ende des Tages davon profitieren könnten. Ja, wir freuen uns auch und danke für das Gespräch. Ja, sage ich auch vielen Dank und alles Gute, und ich werde mir auch noch ein paar Dinge und Tipps, glaube ich, von dir holen. Ja? Dankeschön, super. Und euch auch alles Gute, alles Liebe, nur das Beste, passt auf euch auf. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag um 19 Uhr beim Bernhard Sunday Talk. Tschüss.
Ja, das war das Interview mit Frau Magister Schlegel von der Butler-Schule, aufgezeichnet im Park Hyatt Hotel in Wien in der Innenstadt. Ich hoffe, es war recht spannend für euch. Ich denke, es konnte einen sehr interessanten Einblick geben und auch ein bisschen einen Einblick in eine Welt, mit der man vielleicht sonst nicht so täglich zu tun hat, wo man vielleicht noch gar nicht so viel darüber gehört hat. Auch welche Möglichkeiten es da gibt und natürlich auch für die Vermittlung, also Erreichbarkeit natürlich von Claudia für beide Seiten, sei es jetzt, wenn jemand Interesse hat, einen Beruf in die Richtung zu erlernen, sei es natürlich auch, wenn jemand sagt, ich hätte gerne Personal, es ist ja hier alles in einem untergebracht, ich verlinke euch nochmal den entsprechenden Link darunter. Wenn ihr welche Fragen sind, sei es jetzt zu diesem Interview oder allgemein, bitte einfach unter das Video posten, gerne auch einfach irgendwelche kommentieren, liken natürlich und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal eventuell abonniert oder meine Facebook-Seite liked. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt auf jeden Fall alles, alles Gute und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Alles Gute, euer Bernhard. Tschüss.